du dein Aquarium ohne Spaß mit Müll aufs nächste Level bringen kannst, das ist das Thema von dieser kleinen Videoreihe hier. Und ich werde euch in drei Teilen, drei DIY-Ideen zeigen, mit denen ihr euer Aquarium wirklich aufs nächste Level bringen könnt. Gerade das dritte Video wird vielen Leuten, die Garnelen halten und züchten, ihren Alltag, glaube ich, deutlich einfacher machen. Das erste, was wir bauen werden, ist eine automatische Wassernachfüllapparatur. Und zwar werden wir diese Pfandflasche hier ausgewaschen, wichtig, dass keine Rückstände von irgendwas drin sind. Am besten nehmt ihr eine Mineralwasserflasche einfach. So umbauen, mit Hilfe von noch so einem, ich habe jetzt hier so einen Acrylglasschlauch, ihr könntet einen Strohhalm nehmen, falls ihr noch welche aus Plastik habt, dass diese Flasche immer automatisch destilliertes Wasser nachfüllt, sobald was verdunstet. Das wollen wir aus folgendem Grund. Erstens, jeder, der wie ich unter dem Dach wohnt und Aquarien hat, weiß, wie schnell da Wasser weg ist und man möchte halt einfach immer einen konstanten Wasserspiegel haben. Und dazu kommt noch der Effekt, dass wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, die Hälfte von euren Wassermolekülen raus verdunstet, dann verdunsten ja wirklich nur Wassermoleküle aus eurem Wasser und die ganzen restlichen Bestandteile, die in dem Wasser gelöst sind, wie Nitrat, Nitrit, Ammonium, Dünger, Spurenelemente, alles mögliche, was da drin ist, das verdunstet nicht mit dem Wasser mit raus. Sagen wir mal, ihr habt eine gewisse Konzentration an Nitrat, die Hälfte der Wassermoleküle verdunstet raus, dann habt ihr die doppelte Konzentration. So drastisch wird es nicht passieren, aber es kann trotzdem im Endeffekt einen Unterschied machen. Und dafür braucht ihr eben dieses Rohr, die Pfandflasche und den Kleber und was, womit ihr Löcher in den Flaschendeckel bohren könnt. Ich nutze zum Bohren so einen Handdremel hier. Jetzt müssen wir unser Rohr hier zuschneiden. Und zwar braucht ihr zwei Stücken. Und ich erkläre euch vielleicht kurz an der Zeichnung, wie das Ganze funktionieren soll. Und zwar habt ihr ein Rohr, durch das soll Wasser fließen und eins, durch das soll Luft fließen. Das Luftrohr sollte dann ungefähr mindestens bis zur Hälfte in eure Flasche reinragen. Und dann macht ihr einfach ein Rohr, was weiter nach unten aus dem Flaschendeckel rausragt, was dann ins Becken reingeht, dadurch soll dann das Wasser fließen. Und das sollte vielleicht so 1-2 cm in die Flasche rein, aber auch nicht länger. Das Luftrohr muss, ihr stellt die Flasche dann kopfüber, hängt ihr die ins Aquarium mit dem Deckel nach unten. Das Rohr muss genau so lang aus der Flasche rausragen, wie ihr quasi den Abstand zwischen dem Flaschendeckel und eurem idealen Wasserpegel haben wollt. Das heißt, das untere Ende von dem Luftrohr markiert den Wasserpegel. Funktionieren tut das Ganze dann so, sobald der Wasserspiegel unter dieses untere Ende von diesem Luftrohr fällt, dann hat das Wasser in der Flasche die Möglichkeit, durch das Wasserrohr rauszufließen, weil es dann kein Vakuum mehr oben in der Flasche kreiert. Dann zieht dieses Luftrohr Luft in die Flasche rein und Wasser fließt raus, so lange bis halt der Wasserspiegel wieder bei eurem Luftrohr ist, weil dann kann es wieder keine Luft ziehen und dann sind wir wieder bei der Ausgangsposition, bloß dass halt Wasser nachgefüllt wurde. So, jetzt haben wir hier die zwei Löcher und jetzt nehme ich den Schlauch fürs Wasser. Der sollte wirklich nur so ein kleines Stückchen da reingehen und dann nimmst du einfach den Sekundenkleber deines Vertrauens. Darauf achten, dass hier irgendwo Cyanacrylat draufsteht, also der muss auf Cyanacrylatbasis sein, wenn du ihn im Aquarium verwenden möchtest. Und dann tragen wir hier einfach so einen dünnen Ring auf, um es ein bisschen abzudichten. Bei dem Rohr müsst ihr jetzt halt schauen, wie hoch ihr euren Wasserspiegel haben wollt. Und ich schätze mal ungefähr, dass ich den Wasserspiegel so haben möchte. Und jetzt klebt ihr das auch einfach wieder an. Das ist jetzt getrocknet und ich habe es jetzt mal mit Wasser hier befüllt, um euch zu zeigen, wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und zwar drehe ich das Ganze jetzt um und ihr seht, okay, da tut sich jetzt erstmal nichts. Also wenn ihr jetzt mal für so 5-6 Sekunden hier oben den Wasserspiegel beobachtet, in der Flasche hier oben, seht ihr, der bleibt konstant da. So, wenn ich jetzt dieses kurze Rohr über die Wasseroberfläche hebe, dann dauert es meistens ein bisschen, aber ihr seht, da steigt Luft hoch und jetzt hört noch ein bisschen Gegluckse, das hört gleich auf. Und jetzt seht ihr aber, wie schnell hier der Wasserspiegel runtersinkt. Das liegt daran, dass Wasser rausfließt. So lange, wie dieses Rohr hier über der Wasseroberfläche ist, fließt hier Wasser in dem Tempo raus. So. Wenn ich jetzt wieder runterhebe und ihr quasi sagen würde, okay, die Wasseroberfläche ist jetzt quasi wieder angestiegen und aufgefüllt worden bis zu dem Punkt, wo ihr es haben wollt, nämlich am Ende von diesem kleineren Rohr, steigt das Wasser da hoch und fertig. Und jetzt könntet ihr wieder beobachten und ihr würdet sehen, okay, der Wasserspiegel in der Flasche ändert sich wieder nicht. Klar, es ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, gerade weil es halt auch optisch schon sehr einschränkend ist. Wenn ihr euch zum Beispiel ein richtig schönes Design Aquascape gemacht habt, da macht es natürlich wenig Sinn, dann da so eine Pfandflasche oben rauf zu hängen. Aber gerade für Leute, die vielleicht so funktionale Aquarien haben, zur Zucht von irgendwas, Garnelenzucht, Fischzucht, Aufzuchtbecken, denke ich, ist eine ganz gute Idee. Und gerade da es relativ wenig kostet und einfach zu machen ist, wollte ich die Idee einfach mit euch teilen. Ein Tipp noch an die Leute, die das in einem Garnelenzuchtbecken verwenden wollen. Der Schlauch, auch wenn er relativ klein ist, ich vermute, dass
kleine Jungtiere auch durchkommen könnten. Also falls ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, würde ich euch empfehlen, noch ein kleines Stück Filterschwamm oder sowas unten ins Wasserrohr hineinzustecken. Einfach nur, damit ihr euch ganz sicher sein könnt, dass da nichts reinkommt. Und wenn ihr es selber ausprobiert habt, dann schreibt mir am besten unten einen Kommentar rein, für welches Becken ihr das jetzt verwendet habt. Ansonsten wären wir damit durch. Folgt mir auf jeden Fall hier auf YouTube, wenn ihr Part 2 und 3 sehen wollt. Und dann bis zum nächsten DIY.